Dienstag, 10. Juli 2018, 17.57 Uhr. Angelique Kerber steht in Wimbledon im Halbfinale. Die 30-Jährige hat sich 6-3, 7-5 gegen die Russin Daria Kasatkina, Nummer 14, durchgesetzt. Auch Julia Görges folgt ihr in die Runde der letzten vier. Die 29-Jährige gewann ihr erstes Viertelfinale bei einem der vier Majors am Dienstagnachmittag gegen die Niederländerin Kiki Bertens 3-6, 7-5, 6-1. Damit ist weiter ein deutsches Finalduell beim ältesten Tennisturnier der Welt möglich. Ende des Viertelfinales zwischen Kerber und Kasatkina bot Spannung, als Kerber in mitreißenden Ballwechseln zunächst 6 Matchbälle ausließ. Nach 1,29 Stunden nutzte sie nach einer überzeugenden Vorstellung ihren 7. Matchball. Insgesamt war Kerber die konstantere Spielerin. Ihre Gegnerin leistete sich durch eine risikoreiche Spielweise insgesamt 7 Doppelfehler. Kerber steht nun zum dritten Mal in einem Halbfinale in Wimbledon. Nach dem Ausscheiden der kompletten Top-Tender-Setzliste schon vor dem Viertelfinale ist Kerber, Nummer 11, die am höchsten notierte Spielerin im Feld. Görges hatte gegen Bertens, mit der sie gut befreundet ist und regelmäßig im Doppel an den Start geht, in einem ausgeglichenen Satz als erste bei ihrem Aufschlag gewackelt. Das Break zum 3-5 entschied letztlich den Durchgang. Im zweiten Durchgang kam Görges dann zurück ins Match. Im Entscheidungsdurchgang ging sie dann mit 3-1 in Führung und bewies am Ende Nervenstärke. Görges trifft am Donnerstag auf Serena Williams, Nummer 25, Kerber auf die Lettin Jelena Ostapenko, Nummer 12. Die French Open-Siegerin von 2017 gewann ihre Partie gegen Dominika Sibulkova 7-5, 6-4. Nach dem Ausscheiden der kompletten Top-Tender-Setzliste schon vor dem Viertelfinale ist Kerber, Nummer 11, die am höchsten notierte Spielerin im Feld. Zwei deutsche HalbfinalistInnen bei einem Grand-Slam-Turnier hatte es in der 50-jährigen Geschichte des Profitennis nur 1990 bei den Australian Open und 1993 bei den French Open gegeben. In Wimbledon war dies in 134 Jahren nur 1931 der Fall, als Zilly Awesome und Hilde Krawinkel das Endspiel bestritten.